Huse Leute und willkommen bei einem neuen Part von Red Steel 2. Ich hatte ja Probleme angedeutet. Nach dem ersten Part habe ich gemerkt, dass es ganz schön rauscht. Und das Rauschen, das kommt tatsächlich ein bisschen vom Spiel. Und doch nichts mit meiner Aufnahme zu tun. Da kann ich nicht viel machen. Ich weiß nicht, ob es vom Spiel kommt oder auch nicht. Wir werden es einfach sehen. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen mit klarkommen. So, okay. Erstmal wieder gucken, wie das Spiel auch funktioniert. Haha. Sagen wir drauf, Herr Mann. Okay, upsala. Okay, wir noch mal anvisieren. Oh nein, das war nicht anvisieren. Scheiße. Okay. Automatisch abvisieren, okay. Okay, also was abwehren? Genau so, okay, alles klar. Und Step! Sehr schön. Der andere ist auch tot, oder? Ja, das war's. Und das ist auch immer gut, nach jedem Kampf habe ich wieder volle Lebensenergie. Das heißt, ich bin ja nicht irgendwie in Notlage. Ach! Geh damit! So. Ich bin ja nicht in Notlage irgendwie, nach einem Kampf. Okay, Change Target. Tapping Z. Okay. Okay, was soll ich abwehren? So, ist jeder Schuss wehre ich ab. Ein bisschen abwarten. Ach, gut. Und Zaun! Und Step! Okay, hat nicht funktioniert. Und Step! Oh Mann, okay. Aber neue Munition. Endlich kann ich wieder schießen. Wo habe ich das schon vor? Ich weiß es gar nicht. Okay. Da war eben noch ein Typ, oder? Der ist eben lang gelootet. Ist mir das kaputt, Mann! So. Komm her! Ah, komm her! So, klar. Wunderbar. Ich kann Sachen anvisieren und kaputt. Okay. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Okay, der Typ da hinten, der drückt da schon ein bisschen komisch. So, ein bisschen nachladen und. Was? Okay, anscheinend geht's noch nicht. Okay, und abwehren. So gesehen braucht man sowieso kaum Schusswaffen in dem Spiel. Spiel natürlich gibt es Situationen, da muss man natürlich auch weiter entfernen Leute angreifen. Das ist ja klar. So. Ich kann mich kaum selber verstehen. Ich muss mal kurz für mich selber den Sound leiser drehen. Moment. Ja, und das war's auch schon wieder. So, und hier gibt's wieder was Feines zum Schießen. Und hier gibt's wieder ganz viel Kohle. Noch mehr Kohle. Ja, kann man alles kaputt hauen, alles mit Kohle. Das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch und vielleicht nicht gerade die klügste Methode, Geld zu bekommen, aber was soll man machen? Es ist nun mal so und das Spiel ist trotzdem ganz lustig. Also ich muss jetzt slicen von oben. Genau. Oh! The Jackals. Und dann sieht es aber nicht gut für dich aus, mein Freund. Okay, dann hauen wir zu. War nichts gut. Ein bisschen um ihn rum und hauen. Rum und hauen. Oh, das finde ich gut. Aber ist auch fast tot. Und das kann ich nicht stabben, das war's auch. Super. Wieder voll Lebensenergie. Und der Jackal ist tot. Super. Aber gehen wir noch zurück? Nein, hier gibt es noch ein paar Dummies. Und upsala, ich muss erstmal wieder Steuerungsgerät recht finden. Und Slice. Und von der anderen Seite und nochmal von oben. Okay, die hat nicht mehr funktioniert, aber egal. Hier gibt es wieder Sachen. Müllsäcke! Ich hasse euch. Müllsäcke! Jeder hasst Müll. Ja. So, ich kann jetzt wieder nicht. Was soll denn das wieder? Ich kann mich wieder nicht frei gucken. Das ist so dämlich. Ich will wieder frei gucken. So kann ich das nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Das ist ganz, ganz komisch manchmal. Aber hier kann ich auf jeden Fall hochlaufen. Gucken, was hier so Feines gibt. Hier gibt's hier was zum Schießen. Ja, sehr fein. Und was gibt's hier? Auch wieder Munition. Feine. Ich geh mal kurz nachladen. Hier hoch. Super. Das Problem ist, dass mit dem Rauschen, das bemerkt man deswegen so stark. Da ist hier gerade sehr leise ist und es gibt keine Musik. Also das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber einfach auch mal versuchen zu ignorieren. Ich kann es leider nicht ändern. So, zurück zum Dojo. Gucken, was der Meister diesmal für uns parat hat. Well, you have defeated a powerful foe. A life of wandering has not softened you much. I am but a simple swordsman.
but the Kusagari code binds even me. For this victory, I must teach you something new. Approach my forge. Approach my forge. Okay. Was kann man machen? Das Katana, Hidden Strikes gibt's hier, okay. Wir sollen auch gleich hin, aber was gibt's hier noch? Kusagari Powers, Katana und okay, ich kann nur die Hidden Strikes machen. Okay. Kann ich jetzt für 6.000 kaufen? Ich habe 20.000, also passt. Language Forward Step Attack. Immer her damit. Du hast einen neuen versteckten Angriff gekauft. Jetzt wird Juan dich noch mehrere Attacken lehren. Sehr schön. Oder Juan. Juan oder Juan, wie auch immer. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Bild, wie ich finde. Es ist halt ein sehr, sehr komischer Genre-Mix. Und der ist genauso. Okay. Combine two basic moves to trigger the rush. Okay. Okay, tap A, then step. Okay. Ah, okay. Ah, die, da habe ich damals sehr, sehr oft benutzt. Ich erinnere mich. Quasi laufend stechen. Okay, ich kann den auch mit dem Rush runterhauen, okay. Und dann finishen. Okay. Step! Nein, nochmal. Step! Jetzt nochmal finishen! Finishen! Geht doch. Ja. Ist Knockdown-Combo. Richtig. Die ist auch super. Rush, Swingdown, Finisher. Was soll ich jetzt dreimal machen? Und finishen! Noch einmal. Ich muss auch erstmal wieder verinnerlichen. Und momentan sieht es ja ganz gut aus. Nochmal. Hauen und stechen. Und hau zu. Super. So gefällt mir das. Great! Nochmal. Ah, okay, jetzt kommt was Neues. Wenn ihr die Snap finish und ja, okay, ist ja schon klar. Und. Okay. Perfekt! Genau, kann ich auch als Finisher benutzen, genau. Das war's eigentlich schon wieder. Okay. Ist noch was zu sagen, alter Mann? Nö. Ab ins Dojo! Miau. Okay. Nix drin hier. Mal gucken, was es hier Neues gibt. Wahrscheinlich gibt es einen neuen Auftrag. Wird mal groß vermutet. Da gibt's hier was Neues. Hidden Strikes. Hm. Nö. Hier gibt's nichts. Also zumindest nichts Neues. Ja, da ist alles nicht hingehen. Es gibt nur einen Auftrag. Ja. Der gute alte Sheriff wurde im Saloon festgehalten. Die müssen jetzt befreien. Die verdammten Jackale, die Jackals, die wollen unbedingt was auf die Nase haben. Das können sie haben. Gerne. Die Frage ist nur, wo geht's hin? Wir werden es gleich sehen. Okay. Ja. Wird mir angezeigt, wo ich hingehen soll auf der Karte. Immer den grünen Punkten folgen. Es geht hier geradeaus. Aha, sehr schön. Ja, bitte weitergehen. So, okay. Wenn er kniet, der Gegner, kann ich ihn wegschießen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Achso, nein, ich soll ihn in die Knie schießen, damit er hinkniet. Und dann kann ich ihn finishen. Okay. So ist das. So, und jetzt hier. Also, es ist gewöhnungsbedürftiges Design, aber ich mag es. Okay, komm her. Bam! Okay, und Swing down! Swing down, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low. Schießen. Okay, ich sollte aber auch richtig zielen, aber egal. Schießen ist sowieso jetzt nicht so die super Attacke. Fuck. Und dann brauche ich mal wieder diesen Step Rush. Hat funktioniert und Swing Down. Sehr gut. Der wunderbar funktioniert. Und Step. Wunderbar. Noch einer. Fetz. Hab ich richtig ausgeholt dafür für diesen Schlag. Und nochmal. Fetz. Nochmal! Und Step! Step! Und hauen! Okay. Ich hab nicht mehr so viel Leben verbreitet auf, aber es geht schon. Müsste locker funktionieren. Okay, auch so! Und Swing down!
das war's. Ja, ich muss mir auch langsam ein bisschen mehr Leben kaufen, aber ansonsten geht's ja. Kommen wir ja eigentlich ganz gut durch. Und ja, mal schön Kohle sammeln. Zwischendurch, ich mache jetzt nicht alles immer kaputt. Das habe ich damals gemacht. Als ich dann... Oh, hier gibt's Munition, die will ich aber haben. So. Die mache ich auch noch kurz kaputt. Okay. Dann gehe ich gleich in den Salon rein, gucke mich gerade noch um, weil es gibt hier manchmal solche Marken da oben, da zum Beispiel. Die goldene da oben. Dafür kriegt man richtig viel Kohle. Wenn ich auch treffen würde. Zack, 3000. Gibt's hier noch irgendwo was? Immer schon gucken. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Okay, dann ab in den Saloon. Und trinken wir uns einen über die Binde. Ja, auch richtig. Hallo? Das ist noch nicht eigentlich der Saloon. Hier muss ich weitergehen. Diese Türen finde ich so geil. Achtung. Klack. Mechanismus. Ist nicht mehr so ganz wie der besten, wie man sieht. Es ist halt so ein Mischmasch. Ich finde es total cool. Man kann es nicht wirklich zuordnen, was das für eine Zeit ist. Shoot, ah, da. Ihr Ding. Ich hab's ja nicht richtig hingezielt, aber hab trotzdem getroffen. Egal. So, jetzt kommt, glaube ich, einer der ersten richtig bösen Kämpfe. Wo man auch sterben kann. Ja, und ihr seht, der Typ hat einen fetten Hammer. Big Bill. Und diese Kicke werden später natürlich zum Standardgegner. Okay, komm mal her. Ausweichen. Und haut er nochmal zu? Nein, okay. Er braucht einmal einen Schlag. Da kann ich da hauen. Okay, und jetzt. Hauen. Oh, weg. Oh, fuck. Okay, ist ja nicht gut. Kann ich auch hinten dashen? Ja, ich kann auch hinten dashen. Wunderbar. Hinten dashen. Und hauen. Okay, am besten ist natürlich, wenn ich von hinten haue. Und dann nochmal einen Schlag. Nee, doch nicht. Okay. Swing. Wunderbar. Und weg hier. Das ist quasi unser erster Boss. Aber wie gesagt, die sind später typische, also ganz normale Gegner. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Oh, oh, oh. Was? Hat abgewehrt. Jetzt, hau! Okay, da ist was fertig. Wir haben noch gut was. Okay. Hau zu! Okay, weg. Und Vorsicht! Hilfe! Ah, das war nicht gut. Er hat mich voll getroffen. Diesmal... Fuck, ich wollte doch hauen. Okay, jetzt hauen. Okay, und wir am besten von hinten hauen. Oh! Am besten am hinten hauen. Und. Na, drehen. Und. Oh, das habe ich mich zu weit gedreht. Okay, und hauen. Fuck, nicht gut. Okay, jetzt macht er doch noch ein bisschen fertig, der Typ hier. Fällt mir ganz und gar nicht gut. Okay, Vorsicht. Wie er dahin schlägt. Und hauen. Jawohl, da haben wir ihn. Wie ihr merkt, das ist eigentlich die englische Version des Spiels. Von daher, also es ist bereits ungeschnitten. Und es gibt hier gar kein Blut. Auch wenn es da so, ja, es ist gelbes Blut oder wie auch immer. Das ist goldenes Blut, wie auch immer. Ab in den Saloon. Und treffen wir den Sheriff Judd. Der haut immer so lange dagegen, bis halt die Ladesequenz vorbei ist. Just you, huh? Jo. Well, I'll be. I never thought I'd see you again, son. See who again? I do believe this Kusagar is an old friend of ours, darling. What do you mean? Oh, no. Tamiko, get out of there. Judd, I need some help here. Hurry! Damn it. Those jackals lay a hand on her. Listen, son. Tamiko's in a shop across town. I'd come with you. But with this leg, well, I'll only slow you down. Your communicator there should open the security locks. Get going. That girl needs your help. Okay. Feind der Mikro. Aber da vorne gibt's auch was zu schießen. Ah, jetzt muss ich aufsammeln. Upsala. Okay, gehen wir mal hoch. Sammeln wir den Kram ein. Und. Bing. Bringt mir 5000. Ja. Man kann immer gut was sammeln. Und kann ich die Tische eigentlich kaputt hauen? Nee, nur die Stühle. Und die bringen mir 14 Dollar. Warum Zerstörung Geld bringt, weiß ich nicht, aber es ist so. So, was gibt's hier wieder? Kohle. Und was ist das hier? Ein kleiner Safe. Okay, Safe Cracking.
So, ich muss tatsächlich ganz Ohr halten, weil nicht vergessen, ne? Ich weiß es nochmal. Genau, das hat der Mikro, hat der Lautsprecher das Ding. Und ich muss jetzt mal gucken. Schon. Was? Wie? Was? Hey? Da, okay. Mein Gott, es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber dann klappt's auch. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle gekriegt dafür. Klingt wie eine super Explosion. Okay. Und was gibt's hier noch so Feines? Okay, da geht's wieder raus. Da soll ich auch gleich raus. Und hier. Wanted Poster von den Typen, der uns das Schwert geklaut hat. Sobald wir dieses Schwert haben, machen wir endlich mal ein bisschen mehr Damage. Momentan ist es ja doch ein bisschen wenig. Aber es geht halt noch. Aber es ist noch zu wenig. Gibt es hier oben eigentlich noch was, wo ich hingehen kann? Ne. Okay. Dann nichts wie runter und machen weiter im Spiel. Und könnte man dreimal raten, was draußen wieder ist? Sicherlich keine Gegner. Hahaha. So, mach die Ports up. Doch keine Gegner. Okay. Ich muss mal links gehen, genau. Was gibt's denn da? Oh, da sind auch noch ein paar. Ich habe gar nicht gesehen. Upsala. Oh, no, 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 no. Ah, das ist nicht gut. Step. Okay, sehr schön. So, mein Freund. Wie sieht dich jetzt an? Genau, schieß mal auf deinen Kollegen. Kann ich auch wunderbar ausnutzen. Ich wollte gerade mit der Step-Attacke umhauen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Klappt doch wunderbar, 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 wunderbar. So. Ein bisschen Munition wieder aufsammeln. So, gibt es hier noch irgendwas zum Glotzen, Schießen, Ballern? Nein. Okay. Nichts mehr rein hier. Da muss ich schon bald den Part beenden, aber es geht noch. Es geht doch, es geht noch. So. Wie komme ich hier wohl durch? Aber erstmal umgucken. Okay. Und Slash! Die nochmal slashen. Alter, nicht zu weit drehen. Und Slash! Wunderbar. Das Blöde ist, die Teile kommen immer wieder zurück. Das ist ein bisschen dämlich. Aber was will man machen? Ich höre erstmal alles um, damit ich gleich ein bisschen Freiraum habe, falls ich angegriffen werden sollte. Wurde ich aber nicht. Okay. Scheiß Kaktus! So. Gibt's hier noch einen Kaktus? Okay, den haue ich jetzt mal von oben runter. Okay, wollte nicht so, wie ich wollte, aber egal. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Oben ein Bäumchen. Ja, da ist doch sogar was. Gucken lohnt sich, gucken lohnt sich. Gucken lohnt sich immer. Okay. Und weiter geht's. Die Ports aufreißen. Ladesequenz. Ja, es ist ein bisschen wie bei Metroid Prime, wo da quasi auch, solange die Tür nicht aufgeht, bis der Bereich fertig geladen worden ist. So. War da oben nicht mal irgendwo was, oder... Da oben. Ist ja ganz schön versaut, die Schweine. Haha. Luft gesprengt. Okay, jetzt mal ein bisschen abwehren. Weil die tun mir da gerade ein bisschen weh. Und Slash. Gewährt und Sam. Die hat schon so gereicht. Mein Freund, du bist jetzt ein Step-Opfer. Hau zu. Okay. Noch einer? Nee, okay, ist auch noch einer. Ja, schieß mal wieder auf deinen Kollegen wieder drauf. Das gefällt mir ganz gut so. Okay. Au, 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 okay, okay. Ich muss euch auch hingucken, wo der Typ hinschießt. Ansonsten bringt das nicht viel. Und auf den will ich jetzt hauen. Nein, 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 was machst du da? Mein Step. Und Swing Down. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Langsam mache ich den... Alles hier drauf. Okay, der ist auch schon weg. Und Swing Down. Jawohl. So läuft das. So funktioniert das doch. Wunder, wunder, wunderbar. Okay, und... Ich will die kaputt machen. Komm her. So. Und alles hat ein bisschen Kohle. Und ist alles auch doch... Dann doch noch ein bisschen wichtig.
gibt es hier Munition? Was war das? Ja, Munition war das. Jetzt habe ich schon 76 Schuss. So kann sich doch leben. Aber noch nicht verzagen. Jede Ecke könnte was Wichtiges sein. Deswegen immer schon nachgucken, nicht, dass das hier wieder so eine goldene Münze ist oder sowas, die ich nicht gerne verpassen möchte. Hier, das ist doch wieder Munition. Diese Box. Okay, aber irgendwie wird auch nichts drin. Aber da liegt noch ein bisschen Silber und Gold. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Okay, ich lebe auf damit. Bevor ich von euch was auf den Sack bekomme. Okay, und jetzt gehen wir auch mal hier rein und danach muss ich fast schon den Part beenden. Und das mit Störgeräuschen ist dann jetzt einfach so. Tut mir leid, ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich hab. Thanks a lot. Where have you guys been? Oh my god. I never thought we'd see you again. Not after what the clan did. Wait. Where's the katana? The Sora katana? He lost it. The jackals had it. That's bad. Mhm. Then we take it back. Let's get started. So, richtig viel Kohle bekommen. Und hier kann man sich immer wieder verbessern. Also, in jedem Einsatzort kann man wieder was verbessern. So, jetzt mache ich mal ein Damage-Upgrade von 15.000. Weil ich muss eigentlich mal mehr Schaden machen. So, Damage-Upgrade, zwar kann ich auch noch kaufen. Immer her damit. So, das Lustige ist, man sieht das sogar an die Katana. Normalerweise. So, hier kann ich nichts kaufen, ne? Doch, kann ich. Jump Attack, okay. Hol ich mir einfach mal. So, Hidden Strike gelernt. Und da kann ich dann noch eins holen. Okay. Ah, das mache ich jetzt schon. Aber Leute, das mache ich im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage Tschüss.